In Tschechien sorgt momentan ein Schulprojekt für Entsetzen. Im Rahmen einer Holocaust-Gedenkwoche, da haben nämlich Physiklehrer den Schülern einer 9. Klasse Aufgaben zu Gaskammern und Stromleitungen in Konzentrationslagern gestellt. Und unter anderem sollten dabei Fragen beantwortet werden, wie mit welchem Gas werden Gaskammern befüllt, wie viele Menschen passen in eine Gaskammer. Ein Pädagoge konnte den Skandal schließlich aufdecken. Die Schulleitung wiederum entschuldigte sich öffentlich für diesen fehlgeleiteten Ansatz. Es soll sich um Fehler einzelner Personen gehandelt haben. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.